Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam den neuen Fortnite Shop an. Vorher aber nur ganz kurz eine kleine Sache. Und zwar haben mir einige Leute in die Kommentare geschrieben, ob ich täglich mal hier die Neuigkeiten plus auch noch die aktuellen Modi zeigen kann, die drin sind. Ich würde gerne mal von euch wissen, wollt ihr, dass ich das jeden Tag mache und das zeige? Oder ist das eher für die meisten ein bisschen uninteressanter? Ihr könnt rechts oben gerne mal abstimmen. Ich habe da so eine kleine Abstimmung eingefügt, ob ihr das halt haben wollt. Wir schauen uns auf jeden Fall gleich den neuen Fortnite Shop an. Falls ihr also neu seid, Leute, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt, einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und außerdem löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja wieder 2000 V-Bucks verlost an meine Community. Und der Gewinner von gestern ist der liebe Crash Gamer. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und dann würde ich sagen, springen wir vor bis zum neuen Shop und schauen dann mal mit einer Live-Reaction an, was heute so reinkommt. So, noch eine Sekunde. Mal schauen. Und, sie ist endlich da. Nice. Ich habe mich schon extrem doll auf diese Lackierung gefreut. Sie ist episch und sie ist animiert. Sieht jetzt schon mega geil aus. Allein in der Übersicht hier. Ich werde sie mir gleich anschauen. Fangen wir aber erstmal schnell auf der linken Seite an. Werde ich gar nicht groß zeigen. Skins von gestern sind immer noch da. Der weibliche Skin, der männliche, den habe ich mir jetzt geholt. Die Hacke hier. Und dann noch der Gleiter. Dann ist der Fade-Skin mal wieder da. Mit seinem hier Orb auf dem Rücken. Ja, ist ganz cool. Die Hacke dazu, die fand ich am Anfang ganz nice. Habe sie dann aber relativ wenig gespielt. Genau, und dann noch der Gleiter. Spaltflügel, halt wieder so ein futuristischer Gleiter. Jetzt aber die neue Lackierung. Wie gesagt, ich war schon lange sehr, sehr gehypt auf die. Schauen wir uns mal an. Ja, sehr, sehr cool. Alter, das schaut echt heftig aus. Ich werde auch gleich nochmal in-game springen und mir die mal anschauen, wie das in-game ausschaut. Ja, die werde ich mir auf jeden Fall direkt hier mal holen. Und ich denke, ich werde sie heute auch wieder an euch verlosen. Das heißt also, wenn ihr hier die 1000 V-Bucks haben wollt, um euch die Lackierung zu kaufen, einfach nur ein Abo da lassen, dem Video einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Magma unten in die Kommentare schreiben, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Und dann schauen wir uns die jetzt auch mal direkt hier in-game an. Ich springe direkt mal in den Playground. So, ich bin jetzt hier in Tilted Towers und ich habe jetzt in 10 Minuten schon mal damit verbracht, euch hier ein paar Waffen zu sammeln, dass ich das Ganze mal zeigen kann. Also legen wir auch direkt los und schauen uns mal die Lackierung auch hier in live an. Let's go. Wir fangen natürlich mit der Scar an und schaut natürlich ziemlich geil aus. Alter, richtig nice Lackierung. Hier auch mal auf dem Kack-Infanteriegewehr, was keiner mag. Die AK. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr meint zu der Lackierung hier. Die MPs. Soll das so sein? Leute, guck mal, der hier, dieses Schulterding ist noch grün. Bin ich mir nicht sicher, ob das so sein soll. Die Pistolen, die Deagle, die Silence Pistol. Okay, mal gucken. Shotgun. Und je größer die... Lol. Die hat einfach keinen Skin. Hä, wieso fehlt da der Skin? Ich habe alle ausgewählt. Hat die Minigun keinen Skin bekommen? What? Mal gucken. Die hat einen Skin. Die hat auch einen Skin. Warum zur Hölle hat die Minigun keinen... Hat keine Minigun überhaupt einen Skin? Oder ist das nur bei dem Ding verbuggt hier? Das ist ja echt komisch. Jo Leute, ich melde mich nochmal ganz kurz aus dem Videoschnitt und zwar wollte ich jetzt unbedingt wissen, wieso das so ist, deswegen bin ich nochmal ganz kurz in die Spielwiese gegangen, habe jetzt über 20 Minuten nach einer Minigun gesucht, habe auch die Lackierung gewechselt und Leute, das ist einfach immer so, also auf der Minigun werden anscheinend einfach keine Lackierung angezeigt, liegt also nicht am Magma-Skin, sondern ja, die Minigun kann einfach generell keine Lackierung haben. Schade, bei der Minigun hätte ich es noch am geilsten gefunden. Auf jeden Fall halt eine richtig geile Lackierung. Kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr die heute gewinnen wollt, ich verlose sie auch nochmal, dann einfach nur ein Abo da lassen, dem Video einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Magma in die Kommentare schreiben, wenn ihr die heute hier gewinnen wollt. Dann springen wir direkt mal zurück in den Fortnite-Shop und schauen uns da mal die weiteren Sachen an auf der rechten Seite. Erstmal der Noir-Skin, einer von diesen Detektiv-Skins. Dann noch den Pop-Lock-Emote. Ja, für mich auf jeden Fall einer der schwächsten epischen Emotes. Gibt auf jeden Fall deutlich bessere für den Preis. Dann haben wir noch die Messhacke drin. Der Sound hier dazu. Magische Schwingen. Schaut natürlich ziemlich geil aus. Diese riesigen Flügel.
Dann haben wir noch den Waffenexperten, den ziemlich nicen Helm. Und im letzten Slot des heutigen Tages seht her für 200 V-Bucks. Jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls ihr noch ein weiteres Video von mir sehen wollt, ich habe gestern Abend noch ein neues hochgeladen. Ihr könnt ja gerne mal hier draufklicken. Das verlinke ich euch hier auf die Endcard. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal hier drauf. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Tschüss!